Und, na, das ist doch mal was. Von wo kommt ihr denn? Berlin! Berlin! Tato! Und was macht... Ach, das ist Liebe pur. Wo läuft der? Jo. Ja. Achso, ich bin die Maddi. Du bist die Maggi, ich bin der Carsten. Hi, Laura. Hi. Guten Morgen. Meine Stimme ist fast weg, aber... Ja. Nee, Internet. Ja. Internet. Und. Aber das ist geil, man muss ins Fernsehen kommen. Wo bin ich denn? Also ist YouTube-Channel, ist das. YouTube-Channel Brusel 10315 okay, also Berlin. Okay, Leute, ja? Das ist nice. Okay, all das Thema Politik ansprechen. Aber natürlich, komm mal hier, wird es jetzt politisch. Das ist auch ganz wichtig. Es wird ja nicht nur getanzt in Berlin. Die Leute haben auch eine Message. Sie wollen etwas loswerden. Da haben wir Politik jetzt. Komm mal ran. Was willst du denn politisch jetzt mal loswerden? Also ich möchte loswerden, dass ich es unverschämt finde, dass Schwule und Schwule nicht heiraten dürfen oder das Lesben nicht heiraten dürfen. Ich finde es einfach scheiße, denn ich bin dafür, dass jeder machen darf, was er möchte. Genau. Freie Liebe für alle. Das hast du wunderbar gesagt, das lasse ich auch so. Ich weiß, danke schön. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Da werden sich viele, viele Zuschauer auch freuen darüber, über das Statement. Junge Menschen machen sich Gedanken über gleichgeschlechtliche Ehe für alle, obwohl man ja Ehe eigentlich abschaffen könnte. Man kann ja auch Ehe abschaffen, oder? Ehe abschaffen, also Ehe ist ein Zeichen dafür, obwohl eigentlich, wenn Menschen sich lieben, braucht man eigentlich keine Ehe, aber es ist ein Zeichen der tiefen Verbundenheit und Ehe ist ein Zeichen für große, große Liebe und man zeigt damit, dass man für immer zusammenbleiben möchte. Also eigentlich ist Ehe was Schönes. Wunderbar, was sagst du dazu? Ich könnte hinfließen. Er könnte hinfließen. Love Train, Train. Ein gutes Nächte. Dreimal macht man es ja. Die Frage aller Fragen ins Bild hier. Komm die Frage rein. Aller Fragen ist eigentlich, warum dürfen Schwule und Lesben keine Kinder adoptieren? Weiß ich nicht. Ich habe da keine Ahnung. Für mich ist das unverständlich. Für mich ist das normal. Ob zwei Männer ein Kind erziehen oder zwei Frauen ein Kind erziehen. Es macht keinen Unterschied. Hauptsache, das Kind wird doch geliebt, oder? Davon gehe ich aus. Ob es ein Mann oder Frau ist oder ob es nur zwei Männer sind, das ist doch irrelevant. Zum Beispiel meine Frau und ich, wir erziehen beide ein Kind. Und für ihn ist es egal. Es wird nicht lesbisch und auch nicht schwul. Und wenn, ist es auch egal. Er soll leben, wie er lebt. Ab dann jung. Er sagt immer, ich krieg später eine Frau, aber keine Kinder. Klasse. Wünsche ich euch ganz, ganz viel Kraft dabei und lasst euch nicht außer Fassung bringen und weiter so. Laut, werdet laut. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ja? Alles gut.